Ui! Sorry. Ja, da huste ich, Crush 4089, euch nun zu Beginn des aktuellen Parts von Let's Play Pokémon Schwert und Schild an, weil mir ist tatsächlich während meiner Suche nach dem Pokémon, das mich letztes Mal betrogen hat, tatsächlich ein Octillery aufgefallen. Ja, schau mal an. Da nutzt man doch gleich mal einen Netzball. Und hofft mal auf das Beste. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Es sei denn. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Natürlich verarscht es mich wieder. Ich kann sowas nicht ab, dass es immer im letzten Moment sich noch denkt, ich komme doch noch raus, ne? Das müssen wir uns gefallen lassen, ey. Mal schön Eissturm. Dass wenigstens mal so abgeschwächt wird. Bringt aber kaum was. Ja, ist lieber Karpaloris würde mal Eisstrahler lernen. Ob man das überhaupt als Thema bekommen? Das ist die Frage. Was es das überhaupt als TM gibt. So, probieren wir noch einen Netzball. Vielleicht klappt es ja besser. Mir ist auch unterwegs ein Kingler aufgefallen, aber das habe ich leider gewonshottet und ja. Dann halt nicht. Also aufgefallen, begegnet unterwegs. So. Alle kriegen Level-Ups. Oder zumindest die beiden hier. Octillery, das Hochdruck-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Rimmerhyde. Es umschlingt Beute mit seinen Tentakeln und verpasst ihr dann eine beherzte Kopfnuss mit seinem steinharten Schädel. Stelle ich mir nur unschön vor. Ja, also im hohen Gras versteckt sich ja noch mehr, als man draußen vorfindet. Was ich schon ziemlich krass finde. Das macht das Random Encounter eigentlich noch interessanter, ne? Also machen die Random Encounter an sich noch interessanter. Warum habe ich Energie beigesetzt? Ich wollte Gigasaug einsetzen, um KP wieder zurückzubekommen. Ja, Lob bei Level 49. Ach so, auch Riffex. Zauberschein. Endlich meine Feenattacke. Wird auch Zeit. Hohe Volltrefferquote. Ja, komm, tu mal Pferdestärke dafür raus. Passt schon. Ist das so ein Spezialattacke? Ich werde das noch für Knuddler setzen, weil das ist die einzige physische Feenattacke, die ich kenne. Es sei denn, es wurden noch mehr hinzugefügt. So, komm jetzt. Mann, wann taucht das hier nicht mal auf? Ist es wirklich so selten gewesen? Oder taucht es am Abend nicht auf? Ich weiß es nicht. Weil langsam reicht's mir. So, hier, Gigasauger. So, wollte ich das doch sehen. KP wieder zurückbekommen. Und gut ist. Aber jetzt ist mal Schluss hier. Jetzt möchte ich das Pokémon finden, wonach ich suche. Okay, jetzt komm, komm, komm. Du willst mich wohl verarschen! Na gut, dann hau ich wenigstens mal das Kingler wieder auf, das ich letztes Mal verpasst habe. Aber come on, wo bleibt denn das andere? Alter, das ist ja extrem selten, oder was? Na gut, der Pflanzenattacke ist auf jeden Fall nicht das Wahre. Eisattacken normalerweise auch nicht. Das merkt man ja deutlich. Trotz zu gering, trotz vierfacher Nicht-Effektivität macht das an sich schon einiges an Damage.
Ich meine, komm schon, da geht die KP-Zahl schon so nicht runter dafür. Das ist nur ein Viertel effektiv wäre. So, jetzt komm. Die Bälle wissen was bringen. Ich lasse jetzt die Netzbälle aus. Scheiße, was soll das denn? Soll ich mir jetzt nur noch Hyperbälle kaufen oder was? Und dass es sich jetzt wieder, dass es so weit kommt, dass es sich wieder selbst umbringt. Schön, dann halt ein Netzball, ist mir jetzt scheißegal. Die werde ich hoffentlich irgendwo wieder kaufen können. Und jetzt bleibst du da drin, ist das klar? Danke! Meine Fresse! Kingler, das Kneifer-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Krabby. Seine Riesenschere ist sehr stark, aber wenn es nicht kämpft, kommt sie ihm häufig in die Quere. Ich frage mich, warum wir nur eine weiterentwickelte Form finden, aber die Vorstufen nicht? Oder gibt's die nur unter Wasser? Ach, zum Teufel, hier. Das ist doch wirklich bescheuert. Wieso finde ich das Pokémon einfach nicht mehr? Gibt es entweder eine Urgel oder Octillery, aber... Au, au, au. Was? Oh, hey! What the fuck? Wieso war das so heftig? Alter, hat wirklich Kapelos so eine extrem schwere Defensive, oder was? Das ist nicht zu fassen. Nicht wahr sein. Das heißt, es ausgerechnet dann eine verdammte Flugattacke ein. Wo es sonst immer einen Furienschlag eingesetzt hat. Nein, bitte, sagt man nicht, dass... Okay, das war das im Gras. Aber leider Gottes ist es schon wieder nicht das, was ich suche. Taucht es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf, oder was? Ich weiß es ja nicht. Ein letztes Mal noch und dann... Ja. Komm, vergiss es. Und ich wollte mich extra revanchieren bei diesem Pokémon, das mich betrogen hat. Ich meine, komm schon. Es ist extremst geschwächt gewesen. Ich habe einen Hyperball eingesetzt und... hat es ständig befreit und der Hagelsturm hat es jetzt umgebracht. Nee, es bringt einfach nichts mehr, dass Fieber einfach nicht mehr auftauchen. Das ist so extrem selten. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt nicht meine Zeit damit verplempern. Ich will jetzt vorankommen im Spiel, ne? Früher oder später finde ich es wieder. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. So. Du bist ein bisschen zu knapp angezogen für dieses Wetter hier, findest du nicht? Ich habe mich mit meinen Pokémon so richtig abgetanzt. Und jetzt bin ich da drauf bereit. Oder sie ist wirklich durch ihre Dance-Moves so abgehärtet. Virginia. Okay. Flampion. Danced auch, hat auch so eine Tanzanimation. Wir alle tanzen hier, also mein Pokémon tanzt darum, Iris tanzt rum, sie tanzt rum, nur ich tanze nicht rum. Aber es ist ein bisschen zu knapp angezogen, dafür hat sie aber auch Eis-Pokémon, wie es aussieht. Warum setzt er nicht einen Einzelattack ein? Das hätte er umso mehr gebracht. Ach was, hinterfrage ich das jetzt nicht. Double Kick! Wirklich, ich hoffe im nächsten Pokémon wird die Animation besser sein, weil... das sieht nur lächerlich aus. So. Nein, diesmal ist es ein Pflanzentyp. Überraschend. Aber das tanzt auch herum. Na schön, setz mal auf Sprungfeder.
Ja, da ist eine richtige Animation enthalten. So wie sie es gehört. What? Kein One-Hit-KO? Aber immer Paralyse und der Hagelsturm killt es. Auf Kosten dafür, dass auch mein Pokémon Schaden nimmt dafür. Boah, gebt euch eine klasse Kombi ab. Eure Attacken sind abgestimmte Tanzschritte. Ich will mein Pokémon ganz viele Attacken beibringen, die an Tanzer erinnern. Taumeltanz gehört leider auch dazu. So, das hier ist die Zirzesterbucht. Och nö, wen haben wir denn da? Hey, ihr Spackos! Wir lassen niemanden nach Spikeford, klar? Das heißt, wir nasen mit dich und auch alle anderen ist gut in neuen Tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yell feiern Kamalm total. Sie ist hier noch, es ist nicht einfach großartig. Darum lassen wir es auch nicht so, dass er wäre stört, dumm. Nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Das ist mir schon klar. Deshalb versuche ich euch ja die ganze Zeit schon zu erklären, dass das Rotom-Rad um eine Funktion ergänzen kann, die es über das Wasser fahren lässt. Oh, du kommst gerufen, Arena Challenger, gut, dass wir vom Fan wiedersehen. Ach so, das ist der Typ, der uns das Rotom-Rad gegeben hat. Ja, das konnte ich ja letztes Mal nicht zeigen, weil die Videodatei verloren gegangen ist, also beziehungsweise OBS Studio hat zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen. Ich hab noch was gut bei dir, du weißt schon, weil ich dir das Rotom-Rad geschenkt habe. Sei doch bitte so gut, dann verpasst es noch über eine Lektion. Du wirst gar meinem Kanal kommen, klar? Dann beschütze es vor eines wie dir. Die Sache mit Arena Chan solltest du besser aufgeben, wie? Das führt dich nämlich erst dazu, oder willst du das lieber mit deinem Kampf-Pokémon-Kampf regeln? Na klaro. Dann mach dich mal für den Abräumung gefasst. Alles auf Kamalm. Ole, 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 ole. Achso, war das der weibliche Rüpel? Naja, wie immer auch sei. Geradax! Galarform! Gigasauger! Ja, ich wusste. Oh. Obwohl es jetzt Clownwitz an. Aber hey, das Theme geht einfach nur ab. Ich mag's. Ist wahrscheinlich mein liebstes Kampf-Theme überhaupt. Weil das Encounter-Theme von Team Sky mag ich ja auch mehr als das, als die Kampf-Theme. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Jetzt ist Zeit, dich auf Eis zu legen. So, kommt als nächstes dran. Pandagro. Auf jeden Fall ein Drachentyp, ne? Galopper? Es wird Zeit, du hast ja jetzt eine Feenattacke drauf, was deinem Typ entspricht. Also, los geht's. Ach nein, das ist dieser Panda. Dieser Kampfpanda. Aber das ist noch besser. Fee, also Typ Kampf Unlicht. Fee ist da sogar vierfach stark. Zeig's ihm. Haha, keine Chance. Boah, ich will echt einfach nur noch Spikeford zurück. Oh, wenn wir den so nehmen, wird der da auf Kammern reiten. Ich hab die Idee, wir hatten fast selbst auf Kammern machen, so locker. Na mal, los, komm mal, nehmen wir wieder Szenario, Challenger. Molm.
Sind die blöd? Wir kommen auch ohne Kammern übers Wasser. Wir brauchen da keinen Surfer. Da hast du mir doch glatt schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotomrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück, denn da... Damit du genau das tun kannst, werde ich etwas für dich modifizieren. Ich habe schon ein Rotomrad. Oh, es ist aber ein neues Rotomrad. Nimm sich an. Ich finde, es wurde nicht nur ein Rotom-Turbo erweitert, sondern kann jetzt auch über den sich auf dem Wasser fortbewegen. So, das wäre erledigt. Im Aqua-Modus kannst du mit dem Rotomrad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du übrigens an Land fährst, befindet sich dein Rotomrad im Landmodus. Man hätte es auch so machen können, dass wir, dass einfach der, ja, Aqua-Modus hinzugefügt worden ist. Aber okay. So, das heißt, wir können jetzt auch hier durchfahren. Na was denn? Kommen wir nicht unter die Brücke? What the? Was war das jetzt? Das ist ein Mantyps! Okay! Das kann man uns auch noch schnell. Boah. Schon für so ein niedliches Pokémon so ein hoher Level? What the hell? Ja. Ein Tauchball, ob der auch was bringt? Ja, ich meine, das Vieh lebt ja im Wasser. Ich hab's von dort. Ich bin's, bin ihm von dort aus begegnet, also. Schade. Auch das noch Wasserring. Es heilt sich da beständig. Das macht es noch schwerer, es zu fangen. Ja. Den Schaden, den es durch den Hagel erlitten hat, bekommt es wieder zurück. Und auch wenn es den... Oder hat es den Typenflug in... der aktuellen Phase? Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn... Es ist mir ein bisschen so riskant, jetzt Gigasauger einzusetzen. What the? Setzt es selber auch Sprungfeder ein? Oh shit, das ist nicht gut. Da wechsle ich lieber. Na schön, dann eben... Kramor. Ein guter Tank hier. Da bringt das kaum was. So. Aber jetzt. Jetzt Zeit, dass das Vieh endlich mal im Ball drin bleibt. Come on, so schwer kann es doch gar nicht sein. Das ist ein Mantyps. Ein Baby-Pokémon. Und das wehrt sich so bei gegen den Ball. Ah, na endlich. Ich hab's. Wir haben's. Ja, Mantyps. Und Kapalores Level Up. Auf die 50er. Mantyps, das Flug... Auch ein Pokémon. Also es hat doch noch den Flugtypen. Es mischt sich unter Remoraids Schwärm und schwimmt mit ihnen. Werden diese angegriffen, kämpft es gemeinsam ihrer Seite. Ach, deswegen ist es dann als Mann, hat es dann als Mantax an Remoraid an dran geheftet. Das erklärt es wohl auch. Ich glaube, ich sollte jetzt Pupita nach vorne setzen, aber es trägt einen Evoliten und kein Münzamulett. Dadurch würde ich jetzt nicht doppeltes Preisgeld gewinnen. Es sei denn, der Gegner hat nur ein einziges, also mehr Pokémon. Da kann ich ja zu denjenigen hinwechseln, die ein Münzamulett tragen. Ja, Turbo-Modus ist auch hier im Wasser verfügbar. Aber wo führt das jetzt hin? Unter die Brücke komme ich ja nicht durch. Und hier gibt es auch keine Items. Ach, hier! Okay, habe ich jetzt total übersehen. Oh, da schwimmt nach wie vor genüsslich ein Mantyps herum. Was denn? Hallo? Ein Fionnuntor? Bewacht das die Lawine hier?
Ist es stark? Oh, es wirkt extrem stark. Das gefällt mir nicht. Und welcher Level? 60? 55. Oh Gott, nein. Das können wir noch nicht fangen. Dann Pokepuppe los. Oh shit. Na, aber schön zu wissen, dass auch außerhalb der Naturzone extrem starke Pokémon auftauchen können. Weiß ich zu schätzen. So, das neue Rotom-Rad. Das abgegradete. So, und wo ist jetzt hier die Lawine? Da. Nein, natürlich kann es wieder keiner lernen. Ah, so ein Scheiß. Ja, was soll's. Oh, was bist du denn? Ein Balderfisch! Ja, moin! Oh, ich hoffe, es bleibt im Ball drin jetzt. Alter, Level 43. Das könnte man Pupita one-shotten. Besser ein Wechsel wieder. Sicher ist sicher. Aber jetzt können wir endlich auch Surfer einsetzen. Okay, Vergeltung. Komisch, dass es nicht gleich mit der Wasserattacke kommt. So. Ich hoffe, auch hier wirkt der Tauchball, aber ich glaube mal nicht. Das Pokémon kommt wieder raus. Yep. Jetzt verschwindet es mit einer Nadelrakete. Okay. In solchen Situationen trifft es nur zweimal. Weil, die Gegner haben meistens immer Glück gehabt und gleich fünfmal getroffen mit solchen Attacken. Meine Fresse! Okay, bloß nicht wechseln, sonst heißt es Vergiftung. Jetzt nervt bloß nicht rum. Hab doch mal einen Ball drin. Ach bitte, jetzt nicht verarschen. Jawohl! Yes! Baldorfisch. Haben wir auch. Und Kramor steigt auch in die 50er. Oh, Sturzflug! Oh! Ach! Soll ich dafür Gegenstoß vergessen lassen? Ja, weil Bohrschnabel, er soll ja nicht Bohrschnabel komplett ersetzen, weil er das, diese Attacke ist ja extrem stark, aber hat dafür den Nachteil, dass er auch selber, dass man auch selber Schaden abbekommt. Mit Sägesang in Kombination wäre das gut. Da bekommt man auch wieder etwas vom Schaden zurück. Balderfisch, das Ballon-Pokémon. Die kleinen Stacheln seines Körpers sind aus Schuppen entstanden. Damit initiiert das Gift, das zur Ohnmacht führt. Hat es von vornherein den Typen Wassergift? Ich meine, es ist ja schon ein Pokémon, das seit der zweiten Generation bereits vorgestellt worden ist. Deswegen kann ich nie sicher sein. Also vergebt mir, wenn ich wirklich mal... Die zweite Gen ist zwar meine liebste Gen, muss ich sagen, aber... Das habe ich auch nicht mehr im Kopf, leider Gottes. War auch schon eine Weile her. So, ich würde sagen, wir fangen mal hier an, weil das sieht auch so... Ja, sackgassenmäßig aus. Eine Zoom-Linse. Also für die schnellen Pokémon, die noch eine zusätzliche Genauigkeit... Für schnelle Pokémon, die bekommen dann zusätzliche Genauigkeit. Und was ist das? Was zum... Das sind Pokémon! Kaokto! Was zum Teufel bist du denn? What? Für Level 50? Was? Kann ich überhaupt schon Pokémon auf Level 50 fangen? Alter, das Vieh ist ja gleich stark wie meine Pokémon.
Scheint ein Kampftyp zu sein, weshalb ich doch gleich mal zu Galappa wechsle. Ein Vertigo? Was war das jetzt für eine Attacke gewesen? Kann man es überhaupt fangen? So muss man es zu schwächen. Das One-Hitted doch nicht. Dankeschön. Also ist doch ein Kampftyp, wie es scheint. Probieren wir es mal. Es hat aber Kampfwasser, ne? Deswegen. Es lebt ja auch im Wasser, also. Probieren wir es mal mit dem Tauchball gleich. Weil Tauchball wirkt normalerweise bei Pokémon unter Wasser. Aber wir können ja nicht mehr unter Wasser. Okay, gut. Also, ich kann den Ball noch einsetzen, das habe ich gemerkt. Alter, Level 50. Da habe ich ein Vieh, das gleich mit meinem Pokémon gleich aufliegt. Oh, Kraftkoloss. Alter, nicht schlecht. Bist mir einer. Moment, damit schwächst du dich nur. So, jetzt aber lässt du dich bitte fangen, weil du bist kurz vorm Abkacken. Come on. Hör auf, dich jetzt hier zu wehren. Du bist im roten Bereich. Und was ist das überhaupt für eine Attacke im Vertigo? Shit. Das ist jetzt die vorletzte Chance hier. Schön, dann hat ein Netzball. Du musst Typ Wasser sein, oder? Bist du das überhaupt? Sieht wohl nicht so aus. Was ist denn mit dem Vieh los? Es bleibt einfach nicht im scheiß Ball drin. Ah, shit. Ja, ein einziger Hagelsturm noch und das Vieh ist down. Okay. Wie, wenn jetzt wieder derselbe Betrug kommt wie bei den anderen Pokémon, ich schwöre. Ich drehe aber jetzt voll am Rad. Es darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Ihr könnt mir doch sowas von... Das ist doch... Meine Fresse! Warum... wird man hier nur am laufenden Band betrogen? Was ist das für eine Scheiße? Das war mein letzter Überball und den... Der konnte selbst nichts bringen. Na gut, das Pokémon hat einen höheren Level gehabt, zugegeben, ja. Aber trotzdem... Es war so kurz vorm Abkacken... Das war ein Hyperball. Und trotzdem sagt sich das Vieh so, nee. Ich komm noch mal raus und mich selbst zu... Warte! Das hat mich jetzt erschreckt, Pfeilmer. Jetzt komme ich noch mal raus und mich selbst noch zu KO'n, ne? Bullshit, ey. Super. So viel dazu. Kann ich wenigstens das Weilmal fangen, ohne Probleme, bevor ich den Part hier beende? Wenn es mich jetzt... Ich wollte schon sagen, paralysiert mich nicht auch noch. Ach. Der Netzball muss jetzt wirken hier. Du bist garantiert von Typ Wasser und du musst jetzt da drin bleiben. Come on! Come on! Ja! Yes, Mann. Ein Weilmar. Weilmar, das Kugelball-Pokémon. Verschluckt es eine große Menge Meerwasser, wird sein Körper elastisch wie ein Ball. Es frisst täglich eine Tonne Nahrung. Eine Tonne? What the hell? Wo sollte das... Wo soll es denn das herkriegen? Oh, da kommt das nächste. Und... Ach, vorher... Komme ich noch mit Mantaps zu tun. Sorry, Kleiner, ich habe wirklich keine Zeit. Wahrscheinlich gucke mich hier noch ein bisschen um. Alter.
Ui. Und die nächste Trainerin. Das wäre eigentlich auf der anderen Seite gewesen. Oh! Ein Eisstein! Einen weiteren speziellen Entwicklungsstein. Na super. What the? Das ist jetzt ein Mantax! Jetzt springt mich schon Asata nimmt einen Mantax an. Gut, Level 39. Ach nö. Jetzt kommen wir nicht auch noch damit. Boah, wenn es jetzt auch noch eine Wasserattacke einsetzt. Nee. Ich sagte Wasser, aber nicht Wasserring. Okay. Habe ich noch Glück gehabt. So. Das muss jetzt reichen. Come on, dass ich dieses Pokémon noch zum Abschluss fangen kann. Netzball, los! Bleib drin. Hell yeah! Haha, nice one! Mantax, das Flugrochen-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Mantips. Es schwimmt erhaben durch die Meere und tötet dabei etwaige Remoraid, die sich in der Hoffnung auf Futterreste an es heften. Ach so, deswegen heften sich die Remoraid an es. Das ist auch eine Erklärung dafür. Alter! Ist schon ein bisschen weitläufig hier. Da weiß man gar nicht, wo man hin muss. Hier bin ich mal ein bisschen an Land. Oh. Hier sind ganz schön viele Pokémon. Und hier ist was. Eine Perle. Bisschen was, ein bisschen Kohle noch oben drauf. Sind das Remoraid? Tatsächlich, da springt ein Remoraid rum. Und Karate-Fritze, der mich entdeckt hat, das wollte ich jetzt nicht. Okay, den kämpfen wir dann im nächsten Part, weil ich wollte eigentlich den Part an einer anderen Stelle beenden. Ich wollte mich vorher noch ein bisschen umgucken. Aber gut, lassen wir das jetzt. Im nächsten Part, wie gesagt, den Rest von Route 9. Und wie immer, wenn es so gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush von Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Sword and Shield. Also auf Wiedersehen und tschüss.